Guten Tag, Herr Professor Dr. Tilman Santarius. Wir freuen uns, dass wir heute dieses Interview mit Ihnen führen dürfen. Kurz um Sie vorzustellen, Sie sind Professor am Fachgebiet Sozial-Ökologische Transformation am Institut für berufliche Bildung und Arbeitslehre an der TU Berlin. Sie sind Experte für nachhaltige Digitalisierung, Klimapolitik, Handelspolitik und nachhaltiges Wirtschaften. Unsere Namen sind Sebastian Roth und Marie Nägele. Wir sind Architekturstudenten im Master an der TU Berlin und wollen dieses Interview im Rahmen unseres Entwurfsstudios Infrastructures of Consumerism führen. Wie man aus dem Titel vielleicht schon nehmen kann, beschäftigen wir uns mit Konsum und wie sich das Online-Shopping-Verhalten der Menschen auf unsere gebaute Umwelt, sich in der gebauten Umwelt manifestiert und widerspiegelt. Wir haben hier einen Kernpunkt auf Online-Shopping und da finden wir die Aspekte der Digitalisierung auch sehr interessant für dieses Thema, aber es geht nicht nur um Online-Shopping. Also es ist auch Konsum generell gemeint. Dementsprechend werden wir am Anfang einen Themenblock zu Konsum haben, danach einen kleinen Themenblock zu Politik und dann kommen wir zu den Fragen zum BB2040-Projekt. Im BB2040-Projekt geht es, wie der Name schon ein bisschen sagt, BB für Berlin-Brandenburg und 2040 für das Jahr 2040, also Zukunftsprognosen für in 20 Jahren. Es geht darum, Zukunftsvisionen und Szenarien sich vorzustellen, da verschiedene Menschen wie oder auch Experten wie Sie dazu zu interviewen, um da möglichst fundiertes Wissen anzuhäufen und dementsprechend Szenarien entwickeln zu können. Und darauf basierend dann die BB2040-Webpage aufzubauen und dazu verschiedene Veröffentlichungen zu machen. Sehr schön. Das BB2040-Projekt steht unter drei großen Hashtags und das ist einmal Berlin-Brandenburg, weil wie die Zusammenhänge da sind, wie der urbane Kontext wachsen oder schrumpfen kann. Dann ist das zweite Hashtag Infrastrukturen, wo es generell, das ist ein sehr breites Thema und da werden alle Infrastrukturen mit reingefasst. Und dann gibt es das Hashtag Intransformation, also der Wandel an sich. Dann würde ich schon mal anfangen mit den Fragen zum Konsum. Oder haben Sie noch Fragen, zufällig? Nein, erstmal alles klar, klingt sehr spannend. Ich werde hier so ein bisschen die Fragen übernehmen und Sebastian macht ein bisschen Notizen dabei, also nicht wundern, wenn er ein bisschen runterguckt, der ist fleißig am Mitschreiben. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Konsum in der heutigen Welt und wie steht er in Verbindung mit der fortschreitenden Digitalisierung? Ja, das ist eine große Frage. Also natürlich dient auch heute der Konsum immer noch der Befriedigung von basalen Bedürfnissen. Wir kaufen Lebensmittel ein oder Kleidung, weil wir nicht verhungern oder nackt rumlaufen wollen. Konsum schon seit vielen Jahrzehnten ist natürlich nicht mehr nur eine Frage der Befriedigung von grundlegenden Bedürfnissen, sondern auch ein Mittel der sozialen Distinktion, ein Mittel der Kreation von Identität, eine Ersatzbefriedigung, eine Sublimation oder Substitution von anderen Bedürfnissen bis hin zu einem bürgerlichen Zwang, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber sozusagen Teil der bürgerlichen Verantwortung, denn auch die Bürger, so sagt es mitunter immer mal wieder die Politik, zum Beispiel auch in Corona-Zeiten, ist ja angehalten, dass die Wirtschaft brummt und weitergeht, also müssen wir durch Konsum auch unseren Teil dazu beitragen, dass dieses System stabil läuft. Also es gibt sehr viele Gründe für Konsum, will ich sagen, von denen die Bedürfnisbefriedigung bestimmt dann nur noch eins ist. Mhm. Wie würden Sie oder wie bewerten Sie derzeit den derzeitigen allgemeinen Umgang mit materiellen und energetischen Ressourcen, besonders im Hinblick auf den Konsum? Wenn wir zum Beispiel die Definition von Karl Marx nehmen, dann ist Konsum immer etwas, was verbraucht wird. Am Ende steht immer, dass es halt nicht etwas ist, was man dauerhaft hat, sondern das Konsumieren an sich bedeutet, etwas zu verbrauchen. Soll ich die Frage nochmal kurz stellen? Ja, das ist meistens auch immer noch so. Ich denke, der größte Teil des Konsums ist tatsächlich Verbrauch im sprichwörtlichen Sinne. Man kauft ein Kleidungsstück, trägt es und schmeißt es dann irgendwann weg oder im besten Fall gibt es in Altkleider und Recycling. Das ist klassischer Verbrauch. Es gibt natürlich jetzt
schon von jeher auch Güter, die nicht verbraucht werden, sondern die genutzt werden. Vor allen Dingen auch bei Dienstleistungen ist es natürlich der Fall. Also wenn man jetzt ins Kino oder ins Theater geht, dann verbraucht man in dem Sinne nur sehr bedingt etwas. Zum Beispiel dann Licht oder Air Conditioning oder so weiter wird verbraucht. Aber das Theaterstück oder der Kinofilm selber wird ja nicht verbraucht. Und jetzt in der digitalen Welt gibt es natürlich auch immer mehr Güter, die im Sharing genutzt werden. Also das fängt eben beim Streaming von Filmen schon wieder an, ähnlich wie beim Kinofilm. Aber es gibt natürlich auch Modelle für relativ alternativen Konsum, wo man halt dann Güter verstärkt teilen kann, eben um sie gerade nicht mehr zu verbrauchen, sondern um durch eine geteilte Nutzung die Nutzungsintensität zu erhöhen und den Verbrauch von Gütern zu minimieren. Oder Verbrauch von Rohstoffen, soll ich besser sagen, energetischen, materiellen Rohstoffen zu minimieren. Mhm. Wie steht Ihrer Meinung nach der Konsum und die Digitalisierung im Zusammenhang mit den Klimazielen Deutschlands bzw. der EU? In einem kontraproduktiven Zusammenhang. In Gesellschaften wie Deutschland oder auch allen Ländern der Europäischen Union ist das Konsumniveau natürlich deutlich zu hoch, um kompatibel zu sein mit den global einschlägigen Nachhaltigkeitszielen, zum Beispiel mit dem Ziel, die Emissionen hierzulande um 80-90% zu reduzieren in den nächsten 2 Jahrzehnten, um das 1,5 Grad oder wenigstens das 2-Grad-Ziel überhaupt einhalten zu können. Will heißen, der Verbrauch, aber auch der Konsum von Dienstleistungen und die nutzungsgeteilte Konsum, beides müssen runtergehen, damit wir diese Ziele erreichen können. Mhm. Wird Ihrer Kenntnis nach zufolge derzeit der digitale Konsum ausreichend politisch reguliert? Nein, er wird nur in sehr geringem Umfang politisch reguliert. Beim Konsum, unter Konsum kann man ja auch verschiedene Phasen fassen. Mhm. Da geht es zum ersten um die Informationsbeschaffung. Also sagen wir mal, der Konsument oder die Konsumentin, die wissen schon, was sie wollen. Das ist ja schon eine Annahme. Häufig wird ja Konsum auch oder werden ja Bedürfnisse generiert durch Werbung. Und nehmen wir mal an, jetzt in dem Fall wissen die Konsumenten schon, was sie wollen. Dann informieren sie sich zunächst erst, treffen eine Auswahl, dann kommt es zum Kaufabschluss, dann kommt es zur Übergabe. Ne? Beim Online-Shopping wäre das dann der Lieferdienst. Und am Ende vom Konsum steht auch immer noch End of Life. Also das ist Teil des Konsumzyklus oder des Customer Journeys, natürlich auch dann am Ende die Entsorgung. Mhm. Diese ganzen Aspekte werden eigentlich sämtlich in der digitalen Welt zu wenig reguliert. Es gibt kaum Regularien für die Online-Werbung, die geschalten wird. Stichwort Personalisierung von Werbung, Profiling und ähnliches. Es gibt viel zu wenig Regulierung für die Plattformen. Häufig wird ja der Konsum über Shopping-Plattformen abgewickelt und Amazon ist so ein Twitter. Also ich meine, einerseits haben sie ein Lager, andererseits sind sie eine Plattform für Drittanbieter. Andere Shopping-Möglichkeiten im Internet sind reine Plattformen, die quasi nur vermitteln. Auch dafür für diese Plattformen Geschäftsmodelle gibt es kaum Regularien und dann aber auch bis hin zu den Lieferdiensten, da gibt es keine ökologischen Standards oder so, geschweige denn End of Life. Ich meine, für End of Life, da gelten beim Online-Shopping meistens die Regeln, die auch für das stationäre Konsumieren dienen, also dass zum Beispiel Firmen bei etlichen Produkten eigentlich verpflichtet sind, die Güter zurückzunehmen, mhm. aber das ist natürlich im Online-Shopping noch viel schwieriger nachzuhalten und eigentlich bräuchte man da spezielle Regularien, um das auch zu ermöglichen, dass so eine Online-Shopping-Plattform irgendwie ein Produkt am End of Life wieder zurücknehmen muss oder so. Dafür bräuchte es eigentlich eine gesonderte Regelung. Auch dafür gibt es wenig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es schreit nach Regulierung. Mhm. Macht die Politik Ihrer Meinung nach die Umwelteinwirkungen der zunehmenden Digitalisierung ausreichend zum Thema? Weil wir haben uns einige Ihrer Texte durchgelesen und da ist es ja oft, dass gerade die Sprache ist vom Internet der Dinge, KI, Rechenzentren, die unheimlich viel Energie fressen. Glauben Sie, dass das genug publik gemacht wird? Also das Publikmachen ist ja die eine Sache, einen öffentlichen Diskurs darüber anzetteln und die Politik ist auch durchaus in der Pflicht, etwas zur Informationsvielfalt und zur Qualität der Information für Bürgerinnen und Bürger, für Konsumentinnen und Konsumenten beizutragen. Das kann sicherlich verbessert werden. Immerhin glaube ich, es gibt schon auch seit längerem jetzt einen medialen Diskurs über Online-Shopping, ökologische Vor- und Nachteile und so. Das ist schon eine bestehende Debatte. Ich glaube, dass die Politik, also jetzt insbesondere die Bundespolitik, definitiv zu wenig tut, um Online-Shopping und Konsum zu regulieren.
Allerdings muss man sagen, dass es jetzt da auch erste Anfänge gibt, die sehr erfreulich sind. Es wurden ja letztes Jahr, 2019, wurde ein Eckpunktepapier vom Umweltministerium vorgestellt und jetzt im März die umweltpolitische Digitalagenda von der Bundesumweltministerin Svenja Schulze als Produkt des Umweltministeriums vorgestellt. Da sind sehr viele Initiativen angekündigt. Ich glaube, was die Regulierung von Online-Shopping und Online-Werbung betrifft, ist diese umweltpolitische Digitalagenda auch eher noch schwach auf der Brust. Trotzdem kann man jetzt sagen, dass die Politik in Anführungsstrichen bereits anfängt, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen und dass die Hoffnung besteht, dass da in den nächsten Jahren auch mehr folgt. Mhm. Darf ich ganz kurz? Also was ich mich jetzt gerade frage, also das steht jetzt zwar auf der Agenda, die Umsetzung dieser Regularien, von denen Sie gerade gesprochen haben, aber für wie realistisch halten Sie, dass das jetzt tatsächlich umgesetzt wird? Weil, also zumindest in meiner Wahrnehmung geht viel sozusagen darüber, dass es auf der Agenda erstmal auftaucht, aber dann so ein bisschen, sag ich mal, stiefmütterlich behandelt wird oder so ein bisschen fallen gelassen wird wieder, sobald es dann aus dem Fokus gerückt ist, weil ja die Leute dann praktisch denken, jetzt wird was dafür gemacht. Wie beurteilen Sie das? Das ist schwer zu beurteilen, muss ich sagen. Mhm. Ich bin sicher, dass etliche von den Ankündigungen auch jetzt in der umweltpolitischen Digitalagenda am Ende nicht das Licht der Welt in Form von beinharten Regularien erblicken werden. Das ist normale politischen Prozess, dass das hinten runterfällt. Es gibt zum einen eine gewisse Hoffnung, dass da viel passieren wird, weil es eben noch so ein stark unterreguliertes Feld ist und weil der Diskurs relativ neu ist. Und auch, ein zweiter Grund, weil vielleicht die Lobbymacht der Konzerne in dem Feld noch nicht ganz so gut organisiert ist wie in anderen Feldern. Also Regularien gegen die Automobilindustrie in Deutschland einzuführen sind extrem schwierig, weil seit Jahrzehnten die Automobilindustrie oder auch die Energie- oder die Pharmakonzerne oder die Bauern, der Bauernverband und die industrielle Landwirtschaft und so weiter, die sind seit Jahrzehnten aus Ängste mit der Politik verbandelt. Da ist es sehr, sehr schwierig, mal ein dickes Brett zu bohren. Beim Thema Online-Shopping oder Regulierung von digitalen Shopping-Plattformen stelle ich mir es noch etwas leichter vor, weil hier noch nicht so eine Gegenmacht organisiert ist. Mhm. Aber es bleibt abzuwarten. Was müsste denn die Politik Ihrer Meinung nach tun, um eine nachhaltige Digitalisierung voranzubringen, ohne negative Rebound-Effekte zu stärken? Ja, ich glaube, jetzt nochmal aufs Shoppingsthema bezogen, ganz wichtig ist eine Regulierung von Werbung. Ich spreche mich ja auch in unserem Buch Smarte Grüne Welt dafür aus, dass man Werbung an bestimmten Orten im Internet am besten ganz verbieten sollte, zum Beispiel auf Suchmaschinen oder auch auf sozialen Netzwerken, was natürlich eine radikale These ist, weil ja ausgerechnet die Suchmaschinen und die sozialen Netzwerke ihr Geschäftsmodell hauptsächlich darin sehen, sich über Werbung zu refinanzieren. Ja? Also ich glaube, dann wird mir häufig die Frage gestellt, werden dann Google und Facebook nicht pleite gehen? Nein, die werden auf keinen Fall pleite gehen, weil die können immer noch auf anderen Wegen genügend Geld machen. Aber es sägt natürlich unglaublich am Stuhl deren Geschäftsmodelle. Also Google und Facebook teilen sich ja die Hälfte der weltweiten Online-Werbeeinnahmen auf. Das sind immerhin fast 300 Milliarden oder ich glaube sogar schon über 300 Milliarden, so plus minus 300 Milliarden US-Dollar jährlich, von die Hälfte nur Google und Facebook kriegen. Wenn man da jetzt sagt, auf einer Suchmaschine soll Werbung verboten werden, ist das natürlich kein Pappenspiel. Ne? Trotzdem glaube ich, dass das wichtig wäre, weil wir auch Werbung in Kirchen, in Schulen, an öffentlichen Orten und in Ministerien verbieten. Also warum sollte nicht sozusagen an einem öffentlichen Ort im Internet auch Werbung verboten oder jedenfalls äußerst drastisch eingeschränkt werden? Das nächste ist, natürlich würde ich Werbung nicht komplett verbieten im Netz. Werbung kann ja auch was Gutes mit sich bringen, dass wenn sich Konsumenten informieren wollen und so weiter. Man sollte dann stärker das Profiling einschränken. Weniger aus einer konsumkritischen Sicht, mehr aus einer Datenschutzsicht. Weil ich es ein Unding finde, dass die Konzerne, die profilen und personalisieren können, auf eine subtile Art und Weise die Präferenzen von Konsumentinnen wesentlich effektiver verändern können, als das bis dato mit konventioneller Werbung der Fall war. Ich meine, Werbung ist schon immer dafür angetreten, auch Plakatwände oder Litfaßsäulen, um Bedürfnisse bei Konsumentinnen zu generieren. Ja, das ist sozusagen seit Jahrzehnten das Hauptziel. Aber durch die digitalen Kanäle ist das halt subtiler, intransparenter und vor allen Dingen effektiver der Fall. Stichwort KI und so.
Das heißt, da bin ich auch für eine starke Regulierung aus Datenschutzgesichtspunkten. Ja, und dann geht es weiter. Ich meine, digitale Plattformen, eben gerade auch Shopping-Plattformen wie Amazon, sollten dringend angeschaut werden unter dem Gesichtspunkt der Monopolebildung und der Entdemokratisierung der Wirtschaft. Ne? Also das sieht man ja immer wieder, dass Amazon hat vielleicht kein Monopol in der einzelnen Produktsparte, zum Beispiel auf dem Buchmarkt, hat Amazon kein Monopol. Aber weil halt irgendwie ein hoher Anteil der digital veräußerten Bücher dann doch irgendwo über Amazon läuft, können die dort sehr effektiv Wettbewerber ausschalten. Und das muss man sich unter monopolrechtlichen Gesichtspunkten dringend anschauen. Also hier ist auch ein großer Regulierungsbedarf. Und dann würde ich ja mir auch wünschen, dass es Regulierung bei den Lieferdiensten gibt, im Sinne ökologischer Kriterien. Also dass die Lieferverkehre stärker gebündelt werden müssen, dass sowas wie Amazon Prime und Auslieferung von Last-Mile-Geschichten, wo ein Bus für ein einzelnes Produkt dann abends um 21 Uhr nochmal losfährt und so weiter, dass sowas stärker reguliert wird. Vielleicht muss man es nicht komplett verbieten alles, aber es sollte Politik eingreifen, um diesen Lieferverkehr und das ganze Business, was in den nächsten Jahren noch ansteigen wird, was jetzt durch Corona ja schon drastisch angestiegen wird, auch noch stärker auf die Nachhaltigkeitsziele, eben Emissionsreduktion, Luftreinhaltung in Städten und so weiter, auch auszurichten. Also ich glaube, auch da kann viel passieren. Das sind jetzt so ein paar Schlagworte, die ich gebracht habe. Ich glaube, man könnte noch mehr nennen, aber es gibt noch mal so eine Idee, wo ich denke, dass da mal angesetzt werden sollte. Auf jeden Fall, da sprechen Sie ein bisschen das Schlüsselthema unseres Entwurfsstudios an. In unserem ersten Teil der Aufgabe haben wir auch Produkte getraced. Und für das, was ich getraced habe, war zum Beispiel eine Sendung von Mr. Spex, die eine Lieferung gemacht hat, die 800 Meter von Haustür der Werkstatt zur Haustür des Empfängers entfernt war. Und das Paket hat 151 Kilometer Autostrecke hinter sich gelegt. Sehr schön. Also. Super. Okay. Gut, das müssen wir veröffentlichen. So, da müsst ihr ein schönes kleines Narrativ drauf machen. Das kommt auch auf die BW 2040 Website. Da wird es veröffentlicht werden. Darüber hinaus. Oder mal an den Spiegel rantreten oder so. Wir würden jetzt zum Themenblock BB 2040 kommen. Da geht es ein bisschen mehr um Zukunftsprognosen und wir entfernen uns ein bisschen von diesen sehr konkreten Themen und werden ein bisschen genereller über den Bereich Berlin-Brandenburg-Stadtentwicklung reden. Da wäre jetzt unsere erste Frage: Was sind für Sie die wichtigsten Treiber oder die wichtigsten soziokulturellen Treiber in Berlin-Brandenburg für oder bis 2040? Wow, jetzt muss ich kurz rückfragen, was ist gemeint? Soziokulturelle Treiber generell für das Land Berlin-Brandenburg oder mit Blick auf welche Aspekte? Ich sage ja, sind wir sehr, sehr generell. Wir fragen einfach, was denken Sie, was in den nächsten Jahren sehr wichtig werden wird, in den nächsten 20 Jahren? Welche Treiber, ja, soziokulturell meint, ist es für Sie die Demografie, die Wirtschaft, Migration, Einzelgesellschaft? Was sind da Themen für Sie, die sehr prägnant werden? Gut, dann steige ich mal in so ein Brainstorming ein, weil da bin ich jetzt vielleicht kein Experte. Also ich denke, in Brandenburg, auch gerade wenn man die Region zusammennimmt, ein Treiber wird sein die Urbanisierung des Speckgürtels von Berlin. In Berlin steigt die Gentrifizierung, das wird Folgen für Brandenburg und auch für Berlin nach sich ziehen. Ein zweiter Treiber, würde ich sagen, ist der Klimawandel. Es gibt insbesondere in den brandenburgischen Regionen, auch noch ein paar anderen Bundesländern, aber das ist nicht in ganz Deutschland flächendeckend der Fall, große Wasserknappheiten und eine Veränderung des Klimas hin zu sehr, sehr, nennen wir es mal, ariden Zonen, ja, mit der Frage, was dann mit diesen Landstrichen passiert in den nächsten 20, 30 Jahren. Dritter Punkt ist natürlich, dass der ganze Strukturwandel in der Kohle- und Energiewirtschaft, vor allen Dingen im Südosten Brandenburgs, Lausitz und so weiter. Mhm. Das Stichwort Kohleausstieg wird vielleicht hier genügen, um zu sagen, was hier doch wahrscheinlich ein erheblicher Treiber von Veränderungen sein wird. Dann gibt es natürlich weitere Treiber, die auch für Berlin-Brandenburg gelten, aber weltweit gelten. Eben zum Beispiel die Digitalisierung oder die Verschiebung von Gender Balancen und hoffentlich wünschenswerterweise eine Zunahme von Geschlechtergerechtigkeit. Aber das ist jetzt nicht Berlin-Brandenburg spezifisch. Ne? Das sind so allgemeine
Treiber von Veränderungen, die in so einem urbanen Raum wie Berlin sich dann auch stark niederschlagen werden. Vielleicht bleiben wir dann erstmal eine Minute noch ein bisschen allgemeiner, bevor wir konkret auf Berlin-Brandenburg eingehen. Was denken Sie denn generell, welche Werte in der Zukunft wichtig sein werden? Also welche Werte den Menschen in der Zukunft wichtig sein werden? Denken Sie, das ist ein gleiches Set an Werten, wie wir es heute haben? Oder denken Sie, da wird sich noch ordentlich was dran rütteln, auch gerade in Bezug auf Digitalisierung? Da kann man, glaube ich, also wenn man jetzt erstmal nochmal von der Digitalisierung abhebt, hoffnungsfroh und pessimistisch sein. Ich glaube schon, dass so Werte wie Nachhaltigkeit zunehmen werden. Da bin ich sicher, auch gerade in so einem Raum wie Berlin. Berlin in der Stadt wahrscheinlich nochmal stärker als in so einem ländlichen Regionen wie Brandenburg oder zumindest in diesen ländlichen Regionen mit einem gewissen Time-Lag, also mit einer Verzögerung, weil Städte da einfach Vorreiter sind. Und Berlin natürlich auch in Deutschland schon gute Chancen hat, auch so Charakteristika einer ökologischen Metropole vielleicht dann mal herauszubilden. Also da sind wir ja noch weit von entfernt, aber kann ich mir vorstellen. Pessimistisch kann man natürlich sein mit dem ganzen Blick auf Populismus und Rechtsruck und Spaltung der Gesellschaft. Das wird eben, glaube ich, in Brandenburg, gerade dann vielleicht auch in den eher ländlichen Regionen, aber auch in Teilen von der Stadt von Berlin, ein zunehmendes Thema werden. Jetzt mit Blick auf Digitalisierung. Sind die gerade Hintergrundgeräusche? Stört das? Nee, das ist in Ordnung. In Ordnung, okay. Mit Blick auf Digitalisierung, ja, ich glaube, dass Konnektivität und Vernetzung zunächst erstmal noch weiter an Wert zunehmen werden, also wichtig sein werden, aber dass es da auch eine Grenze gibt von einem zu viel an Digitalisierung, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das vielleicht dann irgendwann in so eine Mäßigung auch, zumindest von der Digitalisierung, die sich im Lebenswandel und im Alltagsleben niederschlägt, zuführt. Also da ist so ein bisschen die Frage, geht, glaube ich, erstmal weiter und wird dann vielleicht aber auch in so eine Art stärkere Kritik an Digitalisierung umschlagen. Ja. An der Stelle klinke ich mich direkt nochmal an, weil das ist auch eine Frage, die wir noch stellen wollten. Wie stellen Sie sich denn das städtische Leben bzw. Zusammenleben im Jahr 2040 vor? Glauben Sie, dass überall selbstfahrende Autos sein werden und alles voll ist mit die Standby-City, mit immer the Internet of Things, dauerhaft abrufbare Geräte, die ganze Zeit Strom verbrauchen? Oder sehen Sie da noch andere Dinge im städtischen Leben und Zusammenleben? Ja, diese Visionen haben immer den Nachteil, dass sie dann rein technisch denken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich sich die Digitalisierung gerade im Verkehr und in der Infrastruktur in Berlin und in anderen Städten viel stärker zeigen wird in den nächsten 20, 30 Jahren, aber dass gleichzeitig eben auch irgendwie das ganz analoge Fahrradfahren und eine Ausweitung vom ÖPNV und hoffentlich eine Umnutzung von Straßen als mehr öffentliche Räume und weniger für den PKW, Automobilverkehr und so weiter, dass das auch stattfinden wird und erstmal wenig mit Digitalisierung zu tun hat. Also ich glaube, so fancy Visionen, die von Technikprovidern gemacht werden, wo dann alles nur noch irgendwie im Internet of Things operieren, wird nur ein sehr bedingter Teil der Realität sein. Also ich glaube, dass in den nächsten 20 Jahren zum Beispiel noch auf keinen Fall alles nur mit flächendeckend mit selbstfahrenden Autos erledigt werden wird. Das ist die Technologie viel zu unreif, viel zu teuer und am Ende des Tages stellt sich auch immer die Frage, wer will das eigentlich dann wirklich haben? Was denken Sie denn, welche Infrastrukturen besonders betroffen werden sein von diesen Entwicklungen? Verkehrsinfrastruktur schon. Ich glaube auch die ganze Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger sich mit der öffentlichen Verwaltung auseinandersetzen. Also das ist so ein bisschen Stichwort Smart City, aber Smart City ist ja viel mehr. Ich meine jetzt erstmal einfach so wirklich Verwaltungsabläufe werden viel stärker digitalisiert werden. Vielleicht bis hin zu, das wäre natürlich genial, bis hin zu mehr Mitsprache für Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungen von kommunaler oder städtischer Reichweite eben so. Ne? Stichwort Participatory Budget oder so gibt es ja in anderen Städten schon vor digital, ne? Sowas wäre mithilfe von Digitalisierung viel leichter möglich. Also das wäre wünschenswert, wenn es auch ein bisschen in die Richtung ging, dass sich das Verhältnis von Bürgerinnen zu Infrastruktur ändert. Genau, und ich glaube, dass schon auch beim Shopping sich einiges verändern wird. Nun mache ich mir für solche Metropolen wie Berlin noch am wenigsten Sorgen, dass Shoppingmöglichkeiten auch weiterhin analog zur Verfügung stehen. Ich glaube, das betrifft vor allen Dingen eher so kleinere ländliche Kommunen, wo es ja ohnehin in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch schon einen Rückbau von Einkaufsinfrastrukturen gab, unabhängig von Online-Shopping.
Aber das natürlich jetzt noch forciert werden könnte. Dann gibt es dann wirklich nur noch den Netto und den Aldi und sonst nichts mehr vielleicht, weil der Rest über Online-Shopping gemacht wird. Die Gefahr sehe ich für Berlin jetzt zum Beispiel nicht. Trotzdem glaube ich, dass sich die Infrastruktur ändern wird, auch was Shopping betrifft. Und dass eben diese hybriden Räume auch zunehmen. Ne? Dass das Online-Shopping viel stärker auch nochmal mit den Malls und so verschmelzen wird. Da bin ich auch gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Aber das wird, glaube ich, nicht ausbleiben. Da haben Sie gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wer steuert diese Entwicklung und wer wird davon profitieren? Und Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie sich das wünschen, dass es so ein bisschen bottom-up ist und mehr Partizipation möglich ist. Denken Sie, dass das realistisch ist oder? Ja, es wird ein Kampf sein. Also es ist wie in anderen Feldern, gibt es da, wird es ein fortlaufender Kampf sein. Es wird noch nie zu Ende sein. Es wird immer gerade im Unternehmen große Konzerne geben, die mit unglaublich viel Finanzkraft, mit exklusiven Zugängen zu Politik, haben sie jetzt noch nicht so sehr, wird zunehmen in den nächsten Jahren, und auch mit Intelligenz, ne? Also Stichwort auch KI, aber einfach auch mit Services und Dienstleistungen, die unglaublich verführerisch sind, weil sie gut sind, dann als Gegenpol zu den Interessen stehen, bürgernah, deliberativ, weniger komplex, damit die Menschen folgen können und dem auch sozusagen damit gestalten können. Ne? Also das wird eine andauernde Auseinandersetzung sein. Und die spezielle Herausforderung, die ich bei der Digitalisierung sehe, ist eben, dass der technische Fortschritt, um es mal so allgemein zu formulieren, so rasant ist in dem Feld, dass die Gefahr, dass das wirklich alles bürgernah und inklusiv sein wird, ständig noch, also dass das nicht bürgernah und inklusiv sein wird, ständig noch zunimmt. Mhm. Also wer versteht noch wirklich, wie ein KI-Algorithmus funktioniert? Wir haben ja alleine ein ganzes Forschungsfeld Transparency in AI. Also das heißt, die Forscher selber müssen ja erstmal verstehen, wie die KI-Modelle funktionieren. Ja? Also wie sollen das dann überhaupt noch die Bürger verstehen? Und das wird natürlich ein Problem. Ne? Je mehr wir so Hightech-Infrastruktur und Hightech-Komponenten in den Lebenswelten der Bürgerinnen gibt, desto schwieriger ist das, dass der Common Sense, dass das Verständnis dafür bei den Bürgerinnen auch aufholt, mitgeht, um dann gestalten zu können. Mhm. Und dass die Gefahr besteht eben, dass es dann so eine Expertokratie wird, wo halt dann wirklich nur noch die mitgestalten und mitentscheiden können, die auch irgendwie halbwegs kapieren, wie man da denn überhaupt gestalten kann und wo denn da überhaupt die Gestaltungsoptionen sind. Ich würde da noch ganz kurz eine Zwischenfrage zu. Also ist es vielleicht eine Entwicklung, also ich bekomme das zumindest sehr viel von Freunden mit, die, sagen wir mal, auch ähnliche Studienfelder haben, dass die teilweise aber untereinander sich schon so sehr spezifizieren, dass man praktisch, obwohl man theoretisch das gleiche Themengebiet hat, im übergeordneten Sinne, gar nicht mehr miteinander auf einer gemeinsamen Basis sind, weil sie so hoch spezialisiert sind, dass denen gegenseitig praktisch schon so eine Austauschplattform fehlt. Ist das auch ein Teil von dem Problem? Genau, das ist auf jeden Fall einer der Kernpunkte und auch wieder nichts Grundlegendes Neues. Ich sag mal, seitdem Emil Durkheim die arbeitsteilige Gesellschaft wunderbar beschrieben hat, am Ende des 19. Jahrhunderts, wissen wir, dass genau das so die Probleme sind. Ne? Aber es galoppiert natürlich jetzt. Also es wird, die Gesellschaft differenziert sich jetzt gerade nochmal mit einem anderen Tempo aus, gerade wegen der Digitalisierung, als das in den letzten Jahrzehnten noch der Fall war. Insofern müssen wir da eben ganz besonders auch Acht drauf geben. Wie würden Sie in Ihren Zukunftsprognosen oder Visionen das Potenzial vom Smart City Konzept beurteilen? Sehen Sie da mehr Vorteile oder mehr Risiken? Ja, ich halte Smart City insgesamt für ein Buzzword, weil sich darunter ja eigentlich verschiedene Anliegen oder Strategien der Digitalisierung verstecken, die scheinbar kohärent unter einem Dach zusammengefasst werden. Aber ich sehe zum Beispiel nur sehr bedingt eine Kohärenz zwischen einer Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und einer Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur in der Stadt oder einer Digitalisierung der des Abwassermanagements. Da gibt es teilweise Überlappungen, gerade was Energie und Verkehr betrifft, ist ja die Sektorkopplung ein Riesenthema. Mhm. Wenn wir jetzt zunehmend Erneuerbare haben
hoffentlich irgendwann noch mehr PV-Dächer in der Stadt, noch mehr Elektrofahrzeuge und so weiter. Wie kann man dann da Power to Grid und Grid to Mobility und so, wie kann man das kohärent denken? Ja, da macht dann sowas wie Smart City sozusagen als Dach irgendwo Sinn. Aber in vielen Bereichen ist das eher nebeneinander her. Ne? Also, dass man jetzt da Verwaltungsabläufe digitalisiert, hat nichts mit der Verkehrsinfrastruktur zu tun. Insofern denke ich, es ist so ein Buzzword-Diskurs, der Gefahr läuft, einfach so einer blinden Digitalisierung das Wort zu reden, weil dann alles plötzlich, was smart ist, ist auch angeblich wünschenswert und unbedingt notwendig. Aber es ist auch eine Chance da drin, weil man natürlich unter diesem Smart-Diskurs auch wieder neue Netzwerke sich bilden, neue Akteure sich bilden. Jetzt gibt es zum Beispiel ein Bündnis Digitale Stadt in Berlin, das hat sich gerade formiert, das hat vor einer Woche, glaube ich, irgendwie ein Statement gemacht. Und es ist also ein neuer Kristallisationspunkt um diese Smart-City-Diskussion, die dazu führt, dass sich bisher Akteure, die nicht kooperiert haben, zusammentun und sagen, wir wollen hier mitreden, wir wollen hier gestalten, wir lassen uns das Zepter nicht aus der Hand nehmen, das soll bürgernah sein. Also darin liegen auch gewisse Chancen. Mhm. Was denken Sie denn, was wir meinen werden, wenn wir in 20 Jahren das Wort Infrastruktur benutzen? Glauben Sie, dass es da einen Shift geben wird zu dem, was wir heute Infrastruktur definieren? Sie wird noch digitaler sein. Das, was wir unter Infrastruktur verstehen, wird noch einen höheren Anteil an digitalen, virtuellen Infrastrukturen haben. Aber wir werden nach wie vor auch über Abwasserrohre und Stromleitungen reden. Das wird auch in 20 Jahren noch nicht weg sein. Es wird auch eine Verschmelzung stärker geben. Also die Wasserleitungen und die Stromrohrleitungen, die werden noch stärker mit den digitalen Infrastrukturen auch vernetzt sein oder digital gesteuert werden einfach. Das heißt, die Hybridität der Infrastrukturen zwischen physisch und virtuell wird zunehmen. Dann habe ich noch eine Frage, nochmal, um jetzt konkret auf Berlin und Brandenburg einzugehen. Und zwar, wie sehen Sie in diesem gerade besprochenen Kontext, vielleicht auch gerade im Kontext der Digitalisierung, Berlin und Brandenburg? Werden sie Ihrer Meinung nach näher zusammenrücken oder sich eher voneinander lösen und sich ein Teil irgendwie abhängen? Ich denke definitiv zusammenrücken, aber obwohl ich definitiv sage, dann denke ich das aus dem Bauch heraus. Mhm. Ja, also ich habe das Gefühl, dass klar auch der Trend zur Zersiedlung und Gentrifizierung und sozusagen in Beschlagnahme des insbesondere des Speckgürtels, aber auch darüber hinaus sozusagen des weiteren Umfelds von Berlins durch BerlinerInnen, so, das wird dazu beitragen, aber eben auch gerade die steigende Konnektivität. Also es wird interessanter sein, dort Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten. Es wird interessanter sein, dort hoffentlich auch neue Lebens- und Wohnformen zu praktizieren. Es wird interessanter sein, sowas wie solidarische Landwirtschafts- und andere Initiativen, also die zu einer Vernetzung von ländlicher Produktion, gerade von Lebensmitteln, aber nicht nur, kann auch Industrieproduktion werden, und städtischen Märkten sozusagen zu erzielen. Also ich glaube, dass das alles eher zunehmen. Mhm. Und jetzt vielleicht noch eine Frage auf einer ein bisschen persönlicheren Ebene, und zwar, welche Entwicklungen würden Sie sich für die nächsten 20 Jahre wünschen, unabhängig von deren Realisierbarkeit? Ja, ich wünsche mir natürlich einen radikalen Umbau der Gesellschaft in eine demokratischere, im Sinne von wirklich bürgernahe Möglichkeiten haben, auf Politik, auf Gestaltung von Kommunen und Infrastrukturen Einfluss zu nehmen. Das sehe ich bisher noch kaum realisiert. Und das kann ich mir eben gerade mit Hilfe von digitalen Mitsprachetools, nenne ich sie jetzt mal so, sehr gut vorstellen und würde ich mir enorm wünschen, dass man mit seinem Energieversorger, mit seinem Wasserverbraucher, mit dem Markt an der Ecke, mit dem Landwirt draußen in Brandenburg viel schneller und viel direkter in Kontakt kommen kann und dann eben die ganze Produktion, sage ich jetzt mal so, egal ob von Gütern oder von Dienstleistungen einfach, auch stärker an den Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger wirklich ausgerichtet wird. Das würde ich mir extrem wünschen. Und dann wünsche ich mir natürlich einen radikalen Umbau im Sinne einer 1,5-Grad-Gesellschaft. Also das, was wir jetzt in den letzten 2,5 Monaten durch Corona irgendwie zwangsverordnet bekommen haben, das muss zumindest, was die ökologischen Implikationen betrifft,
der Standard werden. Mhm. Also es muss der, ne, wir haben ja jetzt gesehen, irgendwie, wie der ÖPNV zurückgegangen ist und der Autoverkehr zurückgegangen ist und stattdessen die Leute viel mehr virtuell miteinander kommunizieren und mehr im Homeoffice arbeiten. Und das sollte genau der Trend werden. Also damit im Verkehrsbereich die Emissionen reduziert werden, wie man jetzt im Industrie- und im Wohnbereich die Emissionen reduziert, ist nochmal eine andere Frage. Aber gerade so bei diesen, wir reden ja hier über Infrastrukturen, gerade da sehe ich im Bereich Verkehr und Arbeiten und so sehe ich große Chancen und hoffe, dass das in den nächsten 20 Jahren irgendwie Normalität ist, dass wir teilweise so arbeiten und wohnen und leben und konsumieren, wie das jetzt in den letzten 2 Jahren der Fall war. Nur mit dem Vorteil, dass dann dabei weniger Leute auf der Strecke bleiben sollten, dass das jetzt in den letzten 2 Monaten noch nicht zwangsläufig der Fall war, weil es alles etwas ungesteuert daher kam. Mhm. Perfekt, wir sind am Ende unseres Fragebogens angekommen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen lieben Dank dafür.